Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Da ist sie wieder. 2 Tage war ich außer Gefecht. Und ja, ich sitze immer noch nicht perfekt, aber es reicht, um für euch die neuen Videos zu machen. Und das machen wir jetzt auch mal. So, wir gehen jetzt erstmal zu Alyx, dessen Titel bald nicht mehr auf meinen Bildschirm passt. Ihr seid hier Und angekommen. Geheimnisse im Sand machen wir jetzt. Seid So, vorsichtig. willkommen zurück. Maro sucht wieder nach euch. Sie sagt nur, ihr habt das Können, um ihr zu helfen. Das Geächse und die Beschwerden der Menge werden lauter. Oh, macht euch um mich keine Sorgen. Ich bin hier wie immer. Ja, ich sehe das. Sprecht mit Maru. Dionys Akkar. So, wie ihr seht, das wird hier immer mehr und mehr und mehr. Eieiei. So, Maru steht wie immer hier unten. Ah, ist gerade Geschichtenzeit, dann können wir hier durch. So, ich bin sehr nah. So. Hallo, Maru. Ja, Geheimnisse im Sand. Ich habe einen Auftrag, der perfekt für euch ist. Na, bin ja mal gespannt. Vergrabener Schatz. Hallo Große, ihr werdet es kaum glauben, aber ich habe gehört, dass irgendwo in Tanaris ein echter Schatz versteckt ist. Ich habe meine überragenden Schleichkünste eingesetzt und mir eine Kopie vom ersten Rätsel geschnappt. Und weil ihr so gut darin seid, sie zu lösen, gebe ich sie euch. Findet den vergrabenen Schatz. Alles klar. So, wir können ja Mario direkt mal fragen. Wobei, nee, lass uns das erstmal lesen und dann fragen wir Mario. So, uralte Schatznotiz. Findet in den wandernden Dünen und antiken Steinen das Tor zu vergessenen Hallen, in denen Zeit und titanische Geheimnisse aufeinandertreffen. Ah, uralte Schatznotiz. So, jetzt fragen wir Mao noch. Was hältst du davon? Ich krieg größere Zähne als ein Mammut. Mao kichert. Oh, ihr braucht Hilfe bei dem Rätsel. Schaut mal zum südlichen Gebiet in der Nähe des Tals der Behüter. Alles klar. So, wenn wir jetzt die Karte hier aufmachen, dann haben wir ja hier unten dieses Tor, Tal der Behüter. Und dorthin müssen wir jetzt. Wir sind da. Und dahin müssen wir. Also würde ich sagen, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg dahin. Und wenn wir dort sind, melde ich mich wieder. So, wenn wir dann an den Ruinen sind, benutzt einmal eure Götze von Onara. Denn die ist gleich wichtig. Die muss nämlich uns wieder die Hinweise aktivieren. So, das heißt, wir gehen jetzt hier rein. Da schlägt es an, da hinten glitzert's. Da müssen wir hin. Oh, hier ist auch noch eine Kiste. So, aber ich will das hier. Uralte Schatznotiz. Jawohl. Jetzt machen wir die mal auf. Jetzt haben wir hier Seite 2. Uralte Schatznotiz. Ihr habt euren Weg an eine antike Stätte gefunden. Der nächste Ort ist deutlich heller. Doch zunächst solltet ihr euch nach Hinweisen umsehen und anschließend mit der Kappe, die ihr verwendet, bei der Truhe anfangen. Alles klar. Also, wir haben ja jetzt die Dings noch an. Ich würde jetzt noch einmal Maru rufen, weil das machen wir eigentlich viel zu selten. So, Maru. Hinweis bitte. Ihr habt eine Notiz gefunden aus Spitze. Da müsste ich jetzt, ich meine, hört sich so an, als müsstet ihr was in den Ruinen finden. Wenn das was mit den Nummern zu tun hat, dann müsst ihr die vermutlich für eure Denkkappe nutzen. Und dann bei der Truhe anfangen, die da rumsteht. Nur so eine Ahnung. Maru versucht ein Lächeln zu verbergen. Aha. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier rumlaufen, weil wir müssen ja erstmal was finden. Aha, da hinten ist was. Hier ist ein Spielzeug. So, einmal gucken. Auf den Segeln ist die Zahl 70 abgebildet. Sie scheinen nach Osten ausgerichtet zu sein. Also, wir haben schon mal nach Osten 70. Und jetzt brauchen wir noch ein zweites. Ah, das liegt direkt daneben. Ich trottel. Ich hab's übersehen. Entschuldigt. So.
Das Schwert ist genau im 132 Minusgrad Winkel von der Wand positioniert. Das wisst ihr, da direkt neben dem Schwert eine Messzickel ruht, der genau bei 132 Grad anzeigt. Alles klar. Das heißt, wir haben jetzt noch die 132. So. Bedeutet, wir gehen jetzt zur Kiste zurück. Und wir sollen ja von hier aus mit der Denkerkappe arbeiten. Die haben wir jetzt hier resettet. Und jetzt müsst ihr zu den Koordinaten, also 70, 132 müsst ihr. Ist halt immer schwierig. So. Alles klar, dann gehen wir jetzt mal raus. Hier oben haben wir die Zahl von der Denkerkappe. Und ich zeig euch gleich, wo ihr genau hin müsst, wenn ich vor Ort bin. Also, bis gleich. Jetzt sind wir kurz vom Ziel. Und zwar müsst ihr hier, das ist hier einmal an dem Truppenlager der Dünenbrecher, an der Seite, ne, wo man hier so guckt, hinter dem Hügel. Da ist hinter diesem Stein ein Zettel. Und da haben wir die nächste Schatznotiz. So, die packen wir jetzt einmal aus. Eins, zwei, drei. Hinter all den Grobianen und gruseligen Knochen gibt es einen Ort, den die Trolle ihr Zuhause nennen. Schaut mit Flamme in der Hand nach draußen und findet euren Schatz. So, dieser Hinweis schickt uns jetzt, ich würde mal ganz stark nennen, dass es hier ein Tanaris ist, hier oben nach Sulfarak. Und wir sehen uns gleich, wenn ich da oben bin. So, jetzt sind wir hier oben auf der Karte, nochmal gucken. In oder bei Sulfarak. Das ist ja hier der Dungeon. Und jetzt brauchen wir die Fackel. Ja, das geht nicht in Fluggestalt. Zack. So, die Fackel müssen wir jetzt benutzen. Ah, das geht sogar hier. Also wir stehen jetzt hier genau auf der anderen Seite vom Portstein. Das heißt, ne, hier oder hier, genau. Hier ist der Versammlungsstein und hier ist die Mauer. Da müsst ihr hin. So, jetzt muss ich den nochmal rufen, weil ich habe natürlich vergessen, den jetzt aufzuheben. So, dann gucken wir mal, was jetzt als nächste Notiz ist. Zack, 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 zack. So, Seite 4. Hier erwarten euch zahlreiche Güter von Feuerwerken zu Mode, ist alles schnell zu finden. Findet den geheimnisvollen Reisenden an einem, so. Findet den geheimnisvollen Reisenden an einem Ort, an dem sich Besucher versammeln. So, dieser Hint wird uns nach Gatschastan führen. Wir werden jetzt auch noch mal kurz Maro rufen. Ich denke mal, er wird uns das auch noch mal sagen. Sie. So, mal gucken. Warum schaut ihr nicht mal bei Gatschastan rum? Da findet ihr bestimmt einen super mysteriösen Reisenden. Machen wir, machen wir. So, ihr wisst ja, die Stadt ist gleich nebenan. Da können wir mal eben rüberfliegen. Und dann schauen wir mal, wer uns da entwartet. Wir sehen uns gleich drüben. So, wenn ihr dann hier seid, haben wir hier einmal das Gasthaus. Und dort gehen wir einmal rein. Und guck mal, da sitzt Jeno. Ist schon am Glänzen. Wisst ihr etwas über einen uralten Schatz? Ja, ich bin der geheimnisvolle Händler. Ich habe super alte Relikte für euch. Zur Lösung der alten Rätsel. Bringt sie eurem Freund. So, er hat mir jetzt Festballon und festliches Feuerwerk gegeben. Und mit denen muss ich jetzt rübergehen. Also, wir gehen jetzt wieder zum Turnierplatz zurück. Ja, und da reden wir dann wieder mit Maru. Wir sehen uns dann gleich drüben. Ja, so schnell geht das, ne? So, wenn ihr dann wieder hier auf dem Eventplatz seid, dann geht ihr wieder zu Maru. Vergrabener Schatz. Boah, was für ein genialer Schatz. Den nehme ich, danke. Jawohl. Gut, damit haben wir
das Rätsel von Maru gelöst. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde beim nächsten Rätsel wieder. Wir haben ja noch ein bisschen was nachzuholen, ne? Also bis dahin. Danke euch. Tschüss.